Okay, dann herzlich willkommen zum Talk BTRF, das Dateisystem der Zukunft, Fragezeichen. Ich werde eine kleine Einführung geben, Historisches dazu erklären, ein paar Features zeigen, sehr interessante Features, dann im Rahmen einer Live-Demo. Erstmal werde ich davor aber ein bisschen Theorie machen und euch diese Features vorstellen und was damit alles möglich ist und halt auch ein paar Minuten darauf verschwenden, was halt noch nicht wirklich gut funktioniert in BTRFS. Ich bin bei der B1 Systems angestellt. Wir sind ein Linux- und Open-Source-Dienstleister, 2004 gegründet in Vorburg bei Bayern. Ihr seht primär Linux- und Open-Source-Themen. Wir sind sowohl national als auch international tätig, haben mittlerweile über 70 Mitarbeiter, sind auch ständig auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Also es läuft ganz gut und wir haben uns völlig unabhängig von Soft- und Hardwareherstellern gemacht. Auch wenn ich dazu sagen muss, dass wir primär mit SUSE zusammenarbeiten, wir sind der Goldpartner. Wir machen auch sehr viel im Bereich OwnCloud und OpenStack sind wir sehr aktiv. Und unser Leistungsspektrum umfasst unter anderem Beratung und Consulting sowie auch Support. Wenn nötig, wird auch etwas entwickelt bei uns. Wir geben ebenfalls sehr viele Trainings im Linux-Hotel oder auch direkt in Firmen. Wir kümmern uns um den alltäglichen Betrieb von IT-Lösungen und entwickeln im Notfall auch eigene Lösungen für individuelle Zwecke. Wir sind sehr dezentral strukturiert, das heißt bei uns in der Firmenzentrale in Vorburg bei Ingolstadt sind immer nur ein paar Mitarbeiter vor Ort und der Rest ist quer über Deutschland verteilt, teilweise auch außerhalb von Deutschland. Wir sind dann beim Kunden tätig, halt direkt und treffen uns ab und an mal zusammen, um dann zusammen Spaß zu haben. Aber grundsätzlich arbeiten wir wirklich sehr dezentral. Unsere Schwerpunkte bei der B1 sind einerseits Virtualisierung, und zwar unabhängig von der Lösung. Wir machen Xen, wir machen KVM, wir machen REF, wir machen auch ein bisschen VMware, alles was halt so verlangt wird. Wir machen eine ganze Menge Systemmanagement, Spacewalk, Red Hat Satellite, SUSE Manager, kümmern uns da halt unter anderem für Apollo Optik. Darum, wir machen Konfigurationsmanagement, Monitoring ganz viel. OpenStack, der André Nering von uns hat zum Beispiel das erste deutschsprachige OpenStack-Buch auf den Markt gebracht. Eine sehr interessante Sache, die wird mittlerweile bei immer mehr Kunden auch eingesetzt, produktiv. Dann haben wir auch Infrastructure Clouds, Hochverfügbarkeit. OwnCloud sind wir Goldpartner. Wir bieten halt auch Enterprise-Lösungen im OwnCloud-Umfeld an. Wir paketieren sehr viel und sind halt auch vor Ort beim Kunden zur alltäglichen Administration. Gut, kommen wir zum Thema. BTRFS. Kurze Einführung, BTRFS, wem sagt das noch überhaupt nichts? Okay, das sind nicht so viele, die meisten haben also schon zumindest davon gelesen. Benutzt es denn schon jemand? Ich benutze es auf meinem System, ja. Auch produktiv? Oder? Ich habe die Systempartition im BTRFS und lege da regelmäßig Snapshots an, nachdem ich mit dem Debian-Manager mal verschossen habe, habe ich das neue installiert. Nur jetzt ist die Partition schon fast voll da. 30 GB ist. Das ist einer der Nachteile bei BTRFS. Ja, durch die regelmäßigen Snapshots geht halt doch eine Menge Speicherplatz verloren, beziehungsweise wird halt belegt. Welche Distribution, wenn ich fragen darf? Ich habe Ubuntu. Auf Ubuntu, ja? Ja. Aber das ist da gar kein Standard, soweit ich weiß. Nee, ich habe bei der Installation das auch gesehen. Ah ja, was hat dich dazu veranlasst? Ich habe
davon gelesen, aber das ist eine Installation. Ah ja. Oh, interessant. Gut, wir haben schon das erste Problem hier. BTFS durch die regelmäßigen Snapshots, die das macht, kann schnell mal der Plattenplatz zur Neige gehen. Das ist halt so, gerade wenn sich viele Daten ändern, ist halt einer der Nachteile, komme ich nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Schauen wir uns erstmal Geschichtliches an. Das wurde von Andrew Morton entwickelt und zwar seit 2007 ist das in Entwicklung. Anfangs unterm Dach der Oracle Corporation. Seit 2009 ist es experimentell im Kernel vorhanden und zwar genau seit der Version 2.6.29. Genauer gesagt 2.6.29 RC1. Seitdem ist der Code auch im Kernel vorhanden. Die Beta, also die erste wirklich benutzbare Version, wurde dann erst 4 Jahre später mit dem Kernel 3.10 eingeführt. Und im letzten Herbst, im Oktober, ich glaube es war der 19., das war auch etwa zeitgleich mit dem Release von SLE 12, wurde es von Andrew Morton als stabil deklariert. Das heißt, bereit für den Produktiveinsatz. Allerdings mit gewissen Einschränkungen. Also er hat gesagt, gewisse Features sind noch nicht wirklich reif für den Produktiveinsatz. Das betrifft vor allem die File System Checks und RAID 5 und 6. Die Unterstützung in den Distributionen bei SLE 12 und bei OpenSUSE ist es seit den entsprechenden Releases Standarddateisystem für das Rootfilesystem. Während es bei allen anderen großen Distributionen noch optional zur Auswahl steht. Allerdings kann man das meines Wissens bei allen auch schon bei der Installation auswählen als Dateisystem. Das betrifft sowohl die Red Hat-Distribution bzw. CentOS Fedora, die ganzen Debian-Derivate, auch Arch Linux und Gentoo bieten dafür Pakete und Unterstützung an. Allerdings ist es da halt noch nicht als Standard eingeführt. Und jetzt mal Butter bei die Fische. Es gibt ja verschiedene Bezeichnungen dafür. Das eine wäre ButterFS oder Butterface. Das ist halt sehr lautmalerisch geschrieben. Gewisse Enthusiasten bezeichnen es auch schon als BetterFS, weil es halt wirklich im Vergleich zu den Ex-Dateisystemen beispielsweise durchaus Features mitbringt, die diese nicht können. Insbesondere im Bereich RAID oder LVM bietet BTFS halt schon integrierte Features, die halt dann kein Abstraktionslayer bzw. keinen direkten RAID oder LVM mehr einrichten müssen. Das kann BTFS halt direkt schon. Das werden wir uns auch im Rahmen der Live-Demo zumindest teilweise auch anschauen. Der eigentliche Name ist dann B-Tree File System, weil es ähnlich wie ZFS auch sogenannte B-Trees verwendet. Und da sind wir dann auch schon beim Thema, was ist eigentlich so ein B-Tree? Das kann man sich durchaus als Baumstruktur vorstellen. Es gibt einmal den Root-Tree, das ist die Wurzel. Und alles andere sind davon dann letztendlich Verzweigungen. Da gibt es, wenn wir Subvolumes anlegen, das werde ich auch noch zeigen, wie das geht. Das ist dann der sogenannte S-Tree, die haben dann eine eigene Baumstruktur wieder unterhalb des Root-Trees. Dann werden die Daten und Metadaten im Extent-Tree gespeichert. Entschuldigt, dass ich hier mal wieder hingucken muss, ich habe die vorhin jetzt nicht hier vor mir. Dann haben wir Mapping-Informationen, das heißt, das sind die Informationen von logischen zu den physischen Blöcken. Die werden dann im Chunk-Tree gespeichert. Die Informationen über direkte Block-Devices, die wir hinzugefügt haben, werden im Dev-Tree gespeichert. Und dann gibt es noch den Checksum-Tree. Dort werden Checksummen für die Daten angelegt und gespeichert. Das ist hilfreich für Dateisystemüberprüfungen, Konsistenzüberprüfungen, wenn wir halt sicher gehen wollen, dass die Daten auch so abgespeichert sind, wie es sich gehört. Dann gibt es den Log-Tree,
Ich denke, das ist relativ selbsterklärend. Da werden dann halt die entsprechenden Logging-Informationen gespeichert. Und den Relog-Tree, das ist ein freier Speicherplatz, wenn es dann zum Balancing von Dateisystemen kommt. Beispielsweise, wenn ich jetzt eine neue physisches Block-Device hinzufüge zu einem BTFS-Volume, ähnlich wie bei LVM beispielsweise, dann werde ich das danach balancen, das schauen wir uns auch noch an. Und dafür werden im Relog-Tree dann halt freie Speicherblöcke freigehalten, um diese Operation zu ermöglichen. Schauen wir uns ein paar Features an. Wir sehen schon eins von zwei, das sind eine ganze Menge Features. Erstens mal ermöglicht BTFS eine Umwandlung von X3 bzw. X4-Dateisystemen direkt nach BTFS. Das ist dadurch, dass ein Snapshot angelegt wird, auch reversibel. Das heißt, ich kann mir ein X... Ja? Ja. Ja. Es hat funktioniert. Ich habe es allerdings nur im experimentellen Rahmen gemacht, muss ich zugeben. Also produktiv habe ich es auch noch nicht wirklich verwendet, weil halt doch immer wieder Probleme auftreten. Aber jetzt im Rahmen der kurzen Live-Demo werden wir uns das auch anschauen, zumindest die Konvertierung von X3 oder 4 nach BTFS. Funktioniert also soweit. Grundsätzlich erstmal. Deswegen ja auch das Fragezeichen im Talknamen. Es bietet Größen bis zu 16 Exabyte. Das ist also eine ganze Menge. Das ist mehr als eigentlich alle anderen Linux-Dateisysteme können. Es bietet Offline-Vergrößerung und Verkleinerung von Volumes. Eine sehr praktische Sache. Online. Ich habe offline gesagt, ups, nee, das geht sogar online. Auch das werde ich noch kurz demonstrieren. Wir können auch online direkt Block-Devices hinzufügen, was eine sehr praktische Sache ist. Da sind wir dann schon bei LVM-artigen Features. Das heißt, wir müssen kein LVM mehr einsetzen, um einem BTFS-Volume dann nachträglich noch zusätzlichen Plattenplatz zu spendieren. Sehr angenehme Sache. Es bietet auch integrierte RAID-Funktionen. RAID 1 und RAID 0 funktioniert soweit ganz gut schon. RAID 5 und 6, da rät selbst der Andrew Morton noch ab von, sollte man noch nicht verwenden, der Code ist noch nicht wirklich stabil. Und ein Feature ist Copy on Write. Was ist Copy on Write? Das heißt, dass Daten bei Änderungen nicht direkt überschrieben werden. Sehr schöne Sache, dadurch ist eine gewisse Datenintegrität doch gewährleistet. Wie wird das gemacht? Alle Änderungen werden erstmal als sogenannter Snapshot in einen freien Speicherbereich geschrieben. Die bestehenden Daten werden nicht überschrieben. Und erst wenn alles abgeschlossen ist und der Snapshot wieder aufgelöst wird, dann werden die Daten geschrieben. Wenn ich von einer 1 GB großen Datei ein Byte ändere, wird dann die ganze Datei nochmal... Nein, nur der entsprechende Speicherblock. Nur der entsprechende Speicherblock. Ich habe leider die Grafik jetzt nicht in den Folien drin, kann ich dir aber gerne, ich habe die auf Papier da, kann ich dir gerne nachher nochmal zeigen, wenn da Interesse besteht, kann ich euch zu dem Copy-on-Write-Verfahren noch eine schöne Grafik zeigen, die habe ich jetzt leider aber nicht auf dem Laptop, sondern nur ausgedruckt da. Aber können wir gerne nach dem Talk uns nochmal anschauen. Aber die Formulierung finde ich ein bisschen unzutreffend oder unglücklich, weil ich sag mal, es werden noch nicht alle Änderungen grundsätzlich als Snapshot abgelegt. Während des Schreibvorgangs doch. Aber das, ist das so, dass quasi intern, dass man das auch... Das ist intern, das ist kein Snapshot, wie wir ihn jetzt beispielsweise selber erstellen würden, sondern das ist innerhalb des Copy-on-Write-Verfahrens, wird halt innerhalb des Dateisystems halt ein kleiner Snapshot erstellt. Da werden dann die Änderungen reingeschrieben und dann halt neu alloziert. Okay. Also das nennt man auch dann Snapshot. Genau, das ist dann quasi ein interner Snapshot. Ja. Es gab auch mal die Empfehlung, zum Beispiel große Datenbanken in andere Dateisysteme auszulagern, weil eben doch, wie er schon
sagte, die gesamte Datei neu geschrieben. Ist das veraltet oder ist das... Das ist nach wie vor eine Einschränkung. Also für Datenbanken oder überhaupt für Systeme mit hoher Last würde ich BTFS absolut noch nicht empfehlen. Auch durch die Snapshots-Funktion, wenn halt sehr, sehr viele Schreibvorgänge auf dem Dateisystem stattfinden. Was ist denn für dich hohe Last? Lässt sich schwer sagen. Wenn es sehr viele Änderungen im Dateisystem gibt, also sehr, sehr schreibintensive sehr schreibbelastete Dateisysteme sollten nicht verwendet werden. Das betrifft vor allem Datenbanken auch. Jetzt haben wir hier natürlich wieder ein schickes kleines Problem mit der Anzeige. Und nur links, rechts geht's. Rechts? Nee, auch nicht besser. Ich stöpsle mal kurz ab und wieder an. Okay. Das ist doch nicht schön. Was können wir denn da machen? Du hast gerade nichts gehört, oder? Nee. Also ich hatte es jetzt kurz nochmal an- und ausgestöpselt. Das hat leider nichts gebracht. Nee, da habe ich nichts geändert. Nur 1280 mal 27. Gar nicht. Tut gar nicht, leider. Kann sein. Ja, doch. Besser. Das ist hier im Kabel. Techniker ist informiert. Techniker ist hier. Das ist hier irgendwo hier Kabelstecker. Kontakt hier irgendwo zu sein. Beziehungsweise könnte es sein, das ändert zumindest das Bild. Lackert es auch, wenn der Infobeamer angewählt ist? Der Infobeamer ist auch lackert es nicht, aber die Auflösung ist falsch. Ja gut, das kommt vor. Immer noch nicht schön. Ja, wieso? Wir haben danach ist ja kein Talk hier. Also Zeit hätten wir dann auch noch was zu machen. Besser. Am besten nicht mehr anfassen. Ich werde mich bemühen. Ja, aber die Auflösung. Steuerung von Schweiz. Nee, also rechts geht's, links nicht. Na gut, müssen wir da hinschauen. Ist ein bisschen unglücklich für euch, aber ich hoffe, ihr könnt da auch was sehen.
Gut, noch Fragen erstmal zum Copy-on-Write-Verfahren. Direkt. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das dazu gedacht, dass während des Schreibvorgangs ein Problem gibt, dass dann die Dateien verloren geht, dass es dann nicht so Daten muss. Richtig. Richtig, Dateninkonsistenzen sollen damit vermieden werden. Indem dann halt im Zweifelsfall nur die Änderung da ist, aber das Original, nur die Änderung weg ist, aber das Original noch unangetastet da ist und sich wiederherstellen lässt. Das Datenbankproblem geht hauptsächlich auch im Single-File-Datenbank, wie auf dem Desktop, irgendwie so Firefox, die ganzen SQLite und so, weil du da das Problem hast, dass die Copy-and-Write, also weniger das Problem des Copy-and-Writes an sich, als dass eine Serie aufgebaut wird von Copy-and-Writes, die Extents immer stärker fragmentieren und wieder dieses Zurückschreiben. Da bin ich gerade. Das überrascht mich gerade zum ersten Mal. Soweit ich bisher verstanden habe, wird nicht bei Abschluss der Schreiboperation der aufgelöste zurückgeschrieben, sondern das musst du explizit machen. Und das ist nämlich das Problem, dass diese Housekeeping-Tätigkeiten, um dieses wieder zu reintegrieren, dass das halt nicht Bestandteil ist. Und wenn du dann halt bei jedem Bookmark, bei jedem Ding alle Sekunde so eine Extend-Kette aufbaust, dann wird es halt. Es ist einerseits das Problem bei großen Single-File-Datenbanken, allerdings auch bei Datenbanken mit vielen kleinen, mit vielen Schreibvorgängen einfach. Da kann es auch. Bedingt. Bedingt. Schauen wir erstmal weiter. Dateikonsistenzen werden anhand von Prüfsummen sichergestellt. Diese Prüfsummen können auch überprüft werden, natürlich. Und das soll die Datenintegrität einfach erhöhen. Es bietet auch integrierte Features zur Datenkompression. Es soll wohl auch noch eine integrierte Verschlüsselung eingebaut werden. Das ist allerdings noch nicht implementiert. Und wer viele, viele kleine Daten schreibt, kennt eventuell auf Ex-Dateisystemen das Problem, dass auf einmal, obwohl noch Plattenplatz da ist, auf einmal die Inodes ausgehen. Dieses Problem haben wir bei BTRFS nicht mehr, dadurch, dass dynamische Inodes vergeben werden. Das heißt, es kann uns eigentlich nicht mehr passieren, dass uns die Inodes ausgehen und wir deswegen keine Daten mehr speichern können. Sehr angenehme Sache eigentlich. Und dann halt die Features der Snapshots und Subvolumes. Das ist im Prinzip, sind das zwei unterschiedliche Namen für ein und dasselbe, werden wir uns auch gleich noch anschauen. Es bietet eigene Befehle, btrfs-convert beispielsweise ist der Befehl, um Ex-Dateisysteme nach btrfs umzuwandeln. Dann gibt es für Backup-Zwecke btrfs-image, um ein Image des Dateisystems zu erstellen, und btrfs-restore, um es wiederherzustellen. btrfs-restore bietet auch die Möglichkeit, Daten aus kaputten btrfs-Filesystemen wiederherzustellen, selbst wenn diese nicht mehr mountbar sind. Das funktioniert nicht immer, aber doch schon teilweise durchaus erfolgreich. Damit lassen sich teilweise wirklich noch Daten wieder retten. Ja, grundsätzlich ja. Keine Garantie natürlich, aber doch durchaus möglich, dass du damit noch Daten wiederherstellen kannst. Dann haben wir natürlich den integrierten FS-Check wieder für BTFS. Wir haben ähnlich wie auch für die Ex-Dateisysteme BTFS-Tune, um halt gewisse Parameter einzustellen. BTFS-CTL, habe ich jetzt mal aufgeführt, ist eigentlich veraltet, wird nicht mehr verwendet. Und wir haben BTFS als Befehl für sich. Das bietet mittlerweile über Metabefehle eigentlich sämtliche Funktionen, die ich mit dem Dateisystem machen kann, ab. Dann in SUSE integriert, in JAST integriert ist das Tool Snapper. Das ist halt dazu da, um Snapshots anzulegen und auch zu verwalten. Das ist wunderbar in JAST integriert, funktioniert auch soweit gut. Und wer OpenSUSE oder SLE einsetzt, sollte möglichst auch Snapper verwenden. Snapper
kann man auch für andere Distributionen bauen, habe ich selber noch nicht gemacht, muss ich dazu sagen. Aber die haben eine eigene Webseite auf Snapper.io. Ich höre da schon Kollegen lachen im Kopf. Das gibt es halt auch für andere Distributionen. Da ist es allerdings so meines Wissens noch nicht in den Repositories vorhanden. Muss man sich dann halt selber bauen. Doch, bei Gentoo schon. Hm? Bei Gentoo schon. Okay, bei Gentoo. Aber auch das ist wieder selber bauen. Das ist ein Repository. Ist eine sehr praktische Sache. Gerade wer viel mit Yast arbeitet oder seine Systeme grafisch verwaltet, findet in Snapper ein wunderbares Tool, um seine Snapshots zu verwalten. Bekannte Probleme hatten wir schon angesprochen soweit. Systeme mit hoher Last auf dem Dateisystem, sprich bei sehr vielen Schreibvorgängen, wird noch abgeraten von BTFS. Das betrifft insbesondere Datenbanksysteme. RAID 5, 6 ist vom Endomoden, ja. Ja, das funktioniert auch schon sehr gut, RAID 1 und 0. Bloß RAID 5 und 6. Hm? Es ist durchaus gut als Dateisystem fürs Root-File-System. Allerdings würde ich dann halt. Hohe Last heißt viele Schreibvorgänge auf dem Dateisystem. Also var würde ich vielleicht auch noch auslagern, aber ansonsten kannst du es sehr gut als Root-Dateisystem verwenden. Also alles, was unter var liegt oder halt wo viele Schreibvorgänge, das würde ich dann halt vielleicht auf ein anderes Dateisystem setzen. Ansonsten lässt es sich soweit schon gut verwenden. Ich habe es zu Hause auch auf dem Server seit 3 Monaten etwa laufen und noch keine Probleme gehabt. Ja, ja, also bei meinem Kunden setzen wir es auch noch nicht ein, da sind wir auch noch nicht aus Last 12 umgestiegen. Aber es ist in der Planung, aber noch ist es ein bisschen wackelig, also das Fragezeichen. Es ist im Moment so auf der Kippe, wenn die Anfangsschwächen ausgemerzt sind, dann ist es wirklich wunderbar zu verwenden auch. Fragen bitte wiederholen, damit die Leute im Saal Stream und Video die. Ja, Entschuldigung. Also die Frage war gerade, wofür man es denn verwenden kann, weil ich bisher vor allem gesagt habe, wofür es nicht verwendet werden sollte. Und die Antwort darauf war, man kann es eigentlich schon wunderbar verwenden, sollte halt gewisse Teile, wie beispielsweise var oder halt andere Verzeichnisse, wo viele Schreibvorgänge stattfinden, da sollte man sich vielleicht nochmal überlegen. Aber ansonsten lässt es sich schon sehr gut verwenden, soweit. Es ist halt wirklich auf der Kippe im Moment mit BTFS. Ich denke mal, in einem halben Jahr oder Jahr ist das wirklich sehr gut produktiv auch einsetzbar. Viele hoffen auf das erste Service Pack von SLE 12, dass da dann halt neben Systemd-Schwächen auch die BTFS-Schwächen ausgemerzt sind, dass das dann wirklich empfohlen werden kann, auch für den produktiven Einsatz. Hm? Nochmal bitte. Ist der Datenverlust auf der Root-Partition im Zweifel auch blöd, weil der Root ist. Ja, natürlich. Natürlich. Dafür werden aber auch regelmäßig Snapshots erstellt, dass man sich das wiederherstellen kann. Und Datenverlust möglich heißt ja nicht, dass es auf jeden Fall einen Datenverlust gibt. Also ich würde es im Moment wirklich in produktiven Umgebungen eher noch abraten. Allerdings sollte man es im Auge behalten und ich denke, in Bälde kann man es wirklich auch produktiv auf Servern einsetzen. Wie gesagt, Ausnahme vor allem Datenbanken. Darf ich dir kurz ein bisschen Schützenhilfe geben? Ja, gerne. Also ein Grundtenor ist ein bisschen, dass die fortgeschrittenen Features, Subvolume, Snapshots etc., wenn es zu komplex wird, kann es halt sein, dass irgendwelche Bugs die Daten zu sehen. Ein Einsatz, der für mich im
Produktion gut funktioniert, ist, ich mache VM-Image-Backups, wo ich mir aus dem Ceph die Images als eine Datei in den Butterflies-Volumen lege, was ganz einfach gestrickt ist, und für neue Backups hole ich mir die Deltas und Copy and Write für die eine Datei. Das ist produktiv im Sinne von, ich möchte natürlich nicht, dass das Backup verloren geht, aber da ganz bewusst auch die Entscheidung des Datenvolumen von den Backups oder nicht oder irgendwas, sondern SAV Backup kommt aus dem Butterflies und das ist das Sekundärsystem, die vor allem das interne, die sind zusammen Expire oder irgendwie so ein Zeug. Da ist es nicht so dramatisch, da will ich aber nicht, dass die Daten dann wieder mit Expire sind, sondern ein bisschen gegen die Monokultur arbeiten. Und es ist einfacher, große Dateien, die so alle Stunden, alle zwei Stunden mal mit ein paar Updates versehen werden. Weil die Fragment immer mal überjagen, die Extend-Fragment loszuwerden, das funktioniert halt immer in Java bei mir. Das ist halt ein bisschen mit Ja-Stress, das ist halt nicht bis zur absoluten Limit, kriege alle Features in jedes kleinste Detail. Auch für so ein Zeug, die Copy-and-Write-Funktion ist echt, echt hilfreich. Ja. Danke dir. Gut, dann auf in die Praxis. Was schauen wir uns als erstes an? Erster Praxisteil. Wir wandeln ein X3 bzw. ein X-Dateisystem um nach BTFS. Ich werde dann zeigen, wie man das online verkleinert. Ich werde ein weiteres Dateisystem anlegen, das BTFS-Volume um das neu angelegte Dateisystem erweitern. Dann das Ganze ausbalancieren. Das heißt, dass die Daten dann gleichmäßig auf den einzelnen Devices verteilt sind. Und dann werde ich auch das zweite Device wieder entfernen. Hier haben wir schon mal die Übersicht zu den Befehlen. Wir werden es konvertieren, resizen, ein neues anlegen, mit add ein neues Device hinzufügen dem Volume, das Ganze ausbalancieren und dann das Device wieder rausnehmen. Dazu habe ich hier eine VM verwaltet. Schauen wir uns das Ganze an. Kleinen Moment. Das ziehe ich mir mal hier rüber. Nee. So, jetzt sind wir da. Schauen wir es uns an. Ich habe hier schon mal vorbereitet in einer VM. Wir haben SDB und SDC, die wir jetzt für die Live-Demo verwenden werden. Und ich lege einfach mal mkfs x3 def SDB. Also, vielleicht sollte ich erst mal mit fdisk da eine Partition anlegen. Okay, Partition Nummer 1. Achso, haben wir schon. Okay. mkfs.x3 auf defsdb1. Ich denke, das kennt ihr soweit alle. Gut, schauen wir es uns nochmal an. fdisk-l. Wir haben auf defsdb1 jetzt eine x3-Partition zu liegen. Die können wir natürlich auch schon mounten. Def sdb1 nach mnt. Wunderbar. Das mnt ist natürlich im Moment bis auf Lost and Found leer. Ich lege da einfach mal ein paar Dateien an. Ja, oder machen wir es so, this is
Content nach MNT. Echt pro. Gut. Cat, MNT, TTT, wunderbar. This is the content. Haben also ein paar Dateien, sogar mit Inhalt eine davon, auf X3. Kriegen wir eine Fehlermeldung. Geht natürlich nur, wenn das Dateisystem nicht gemountet ist. Ich denke, das ist klar. Also hängen wir es wieder aus. New Mount MNT. Wir sehen, ist nur ein 1 GB Dateisystem, geht also recht schnell. Mounten wir es wieder. SDB1 nach MNT. Und wir sehen mittels des Mount-Befehls, wir haben hier erstmal eine ganze Menge unter DevSDA2. Das liegt daran, dass OpenSUSE als Standard-Root-Dateisystem auch schon BTFS verwendet. Und da haben wir eine ganze Menge Subvolumes schon angelegt. Das ist automatisch. Wir sehen hier unten aber auch DevSDB1 als Type BTFS. Geht also wunderbar. Soll ich das jetzt noch zurückspielen oder wollen wir weitermachen? Also man könnte das jetzt auch, es wird halt ein Snapshot angelegt von dem X3-Dateisystem, dann wird es konvertiert und dieser Snapshot lässt sich dann dementsprechend auch wieder herstellen und ist damit zurückverwandelt in ein X3-Dateisystem. Später ginge es auch, allerdings würden dann sämtliche Änderungen, die in der Zeit stattgefunden haben, verloren gehen. Der wird in BTFS geschrieben. Und der wird dann halt, wenn ich es zurückverwandle, wiederhergestellt. Dann geht es ja nur, wenn die Platte maximal zu 50% belegt ist. Wenn das doch in der Partition liegt. Das ist dann schon. Copy and write. Nee. Das geht auch später. Allerdings sind dann halt sämtliche Änderungen, die seit der Umwandlung gemacht wurden auf dem Dateisystem, sind dann natürlich verloren, da einfach ein Snapshot angelegt wird und der dann wieder hergestellt wird. Wir können uns hier natürlich auch nochmal angucken. LS MNT, genau. So machen wir sehen, wir haben unsere Dateien natürlich nach wie vor AAA, BBB und CCC und sehen auch, CCC ist 18 Byte groß. Können wir uns die wieder ausgeben lassen. Werden wir sehen, dass auch der Inhalt unverändert ist. Wenn wir einfach mal das AAA mischen und ein paar andere Dateien und dann den Snapshot wieder herstellen. Und auch was DS anzeigt. Vorher und nachher. Also wenn es genügend große Dateien sind. Können wir machen, allerdings wollte ich auch noch Snapshots zeigen, wie man die manuell anlegt. Das ist halt ein Zeitfaktor. Von der Sache her sehr gerne, können wir uns auch gerne nachher nochmal zusammensetzen, wir haben ja Zeit. Im Moment würde ich aber dann gerne weitermachen. Ich wollte nämlich noch zeigen, wie ich erstmal jetzt ein neues BTFS-Dateisystem anlege und dann dem Volume hinzufüge. Wir haben ja, wenn wir es uns anschauen, mein Standard-Tab-Fehler. fdisk-l, wir haben noch unser DevSDC, da würde ich dann jetzt ein vielleicht erstmal eine
mein Standard-Typo. DevSDC. Erstmal natürlich eine Partition anlegen. Die schreiben. Gucken wir uns nochmal an. Wir haben DevSDC 1. Ich habe jetzt ein Verzeichnis angelegt, warum auch immer. Ich möchte das ja hinzufügen. Wie geht das? btrfs. Device at dev sdc1 mnt. Wir sehen, wir haben hier schon ein Dateisystem angelegt. Wir kriegen eine Warnung. Das heißt, ich kann ihm direkt die Partition mitgeben und das dann hinzufügen. Das mache ich jetzt mal. Richtig. Das wollte ich zeigen. Ich muss gar kein Device an, gar kein Filesystem anlegen, sondern ich füge direkt das Device hinzu zum Volume. Ja. Ich füge halt direkt die Partition dem btfs-Volume hinzu. Wir sehen es hier im Moment noch nicht. Es wird auch nicht gezeigt. Es wird richtig. Ja, ganz genau. Wie war das? btfs. Ach ja, genau. Filesystem. Filesystem df war das, glaube ich. Nee. Hier sehen wir btfs filesystem df. Das heißt, um mir den Inhalt des btfs-Volumes anzuzeigen, benutze ich auch den btfs-Befehl und nicht das klassische df, weil der mir, wie schon richtig angemerkt, nur das erste Device anzeigt. Wir sehen hier auch unterteilt in data system, beta data und auch eine global reserve. Oh, scheiß Subcompletion. Das normale DF, meinst du? Das normale DF, weil ich meine, wenn ich ein Türrechner-System kriegen will, dann gehe ich einfach DF ein und denke, die Auflistung aller Dateisysteme und denke, der da frei ist. Und da müsste ich aber gucken, wo das DFS dann extra für jedes dieser Dateisysteme nochmal den Sonderbefehl eingeben. Schauen wir es uns an unten. DevSDB1 ist unser erstes Device im BTFS. Das ist auch das einzige, was uns angezeigt wird. Da steht doch 2 Liter.
Da stehen 2 Gigabyte, richtig. Es wird halt das Gesamte angezeigt. Das sind beides, ich kann es dir nochmal zeigen, fdisk-l zeigt mir an, devsdc, size 1 Gigabyte. SDC1 und SDB1 hat auch 1 Gigabyte. Und wenn ich dann mit df mir das Ganze anzeigen lasse, kriege ich 2 Gigabyte angezeigt. Also das komplette Volume. Ha. Nein, ich kriege halt bloß das erste Device nur angezeigt, wenn ich dann aber... Die Last, womit der Mount initialisiert wurde. Das muss nicht das okay. Ja, schon. Ja, das, was ursprünglich gemountet wurde. Nee, weil die APIs sind ja diese Mount-API und das Dateisystem ist ja eine andere Ausführung. Genau. Tatsächlich ist es häufig ein Bild, weil du verkürzt hast. Und genauso kann ich das auch wieder rausnehmen. Könnte man auch das Device, das gemountet wurde, rausnehmen online oder geht das nicht? Schauen wir es uns an. Funktioniert. Ich kann auch das ursprüngliche wieder rausnehmen. Sind wir jetzt die Dateien noch da? Sogar mit Inhalt. Wenn man es einsetzt, das kann jetzt halt alles ewig dauern, weil der hat natürlich gegen diese 20 Terabyte Daten irgendwie. Das hat man gerade auch bei der Test gemerkt. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, ja. Was wir auch noch sehen, unser X2 saved. Wir hatten ja ursprünglich devsdb1 als X-Dateisystem angelegt, dann nach btfs umgewandelt. Und auch das haben wir noch. Das heißt, wir könnten jetzt auch wieder das X-Dateisystem auf devsdc1 wiederherstellen. Auch das ist möglich. Das wird er wird dir eine Fehlermeldung geben und das nicht tun. Das X2-Verzeichnis kleiner war. Ich habe noch eine andere Platte verstellt. Also ich habe X2, die neue Platte ist kleiner, verschiebe das da hin und sage, jetzt wandelt zurück. Was passiert dann? Wenn der Plattenplatz ausreichend ist, wird er es tun. Also für die Daten ausreichend ist, dann macht es. Richtig. Was der Befehl macht? Ja. Ja, komm an. Gut, wir sehen ja, ich habe jetzt einfach mal eine große Datei angelegt. Relativ groß jetzt für ein 1 GB Dateisystem. Jetzt kann ich natürlich wieder mit Device Add, in dem Fall dann natürlich devsdb1 wieder zufügen.
Und dann sollte man noch ausführen ein Balancing. Das heißt, dass die Daten dann gleichmäßig auf die verschiedenen Devices in dem Volume verteilt werden. Das macht vielleicht keinen Sinn, aber in der Praxis werde ich ja eher weitere physische Platten hinzufügen. Würde er das bemerken, dass zwei Partitionen auf der gleichen Platte sind, oder ist ihm das egal? Das ist ihm egal. Das dauert jetzt ein Momentchen natürlich. Und hiermit wird halt sichergestellt, dass das auf die verschiedenen Platten, auf den verschiedenen Devices anständig verteilt wird auch. Ja, das hätte mich jetzt interessiert, ob der das tolle Sparsfall mit 0 erkennt, weil eigentlich muss er ja nicht überstellen. Kannst du mal LS wie dieses LS machen? Ja. Das ist nicht Spaß. Ich denke auch nicht, was Spaß ist. Ich habe, ja. Ist okay. Gut. Wer ist zu komprimieren? Die Null komprimieren sich relativ. Ja. Ja, ich hätte auch DevRandom oder DevViewRandom nehmen können. Wäre vielleicht effektiver gewesen. Aber grundsätzlich die Funktionsweise ist, denke ich, bei euch allen klar geworden? Oder? Das ist übrigens eigentlich das Passwort kaputt. Gehen wir dann alle Daten weg? Oder nur ein Teil? Bei mir auch nicht. Kommt drauf an, wie kaputt sie ist. Letztendlich. Genau. Ist auch random wieder irgendwelche anderen Daten rauslesen. Ja. Also wenn sie sich gar nicht mehr ansprechen lässt, hast du natürlich ein Problem. Wenn sie sich noch ansprechen lässt, kannst du eventuell mit dem BTFS Restore noch einiges wiederholen an Daten. Wobei, zu Datenverlust, welche sie sagen, also was ich bei BTFS sehr gut finde, das ist, man zum Beispiel Metadata und Data trennen kann von Rate. Das heißt, ich kann ein Data Rate 0 haben und Metadata Rate 1. Das heißt, ich habe zumindest sichergestellt, dass wenn mir eine Platte rausfällt, dass ich immer noch weiß, wo meine Daten stehen auf dem anderen. Ja, also die Sache hier war, es werden ja Metadaten und Daten getrennt gespeichert im BTFS. Und das dementsprechend lässt sich halt auch ein unterschiedliches Rate-Level dafür festlegen. Das heißt, ich weiß im Zweifelsfall immerhin noch, wo welche Daten liegen, auf welchem Device. Darf ich mal zeigen? Da wird die Zeit nicht mehr reichen. Wir sind eh schon ein paar Minuten im Verzug und ich würde gerne einfach noch mal kurz zeigen, wie man Snapper einsetzt, um halt selber Snapshots anzulegen. Dementsprechend schiebe ich mal wieder die Folie rüber. So, jetzt muss ich nur den Cursor wiederfinden. Steuerung, Umschalt und Playback. So, dann ist da. Nee, das ist irgendwie da hinter dem Programm. Hinter dem Programm. Minigal ist ganz normal. Ah, hier haben wir es. Okay. Informationen über Snapshots wollen wir uns angucken kurz. Ein Snapshot erstellen. Dann machen wir was kaputt, indem wir dann unsere Datei zerstören, beispielsweise. Und dann den Snapshot wiederherstellen. Und dann noch kurz zeigen, wie ich einen bestimmten Snapshot wiederherstelle. Snapshots, Subvolumes, das hatte ich schon erwähnt, sind im Großen und Ganzen ein und dasselbe.
Bloß halt ein unterschiedlicher Name. Dementsprechend der Befehl ist BTFS Subvolume. Das führe ich mir mal wieder zurück. So, schöner. So, wo haben wir jetzt? Hier haben wir das. Schauen wir uns an. Ich nehme jetzt mal das MNT, was wir gerade gemacht haben. Subvolume List MNT zeigt uns, wir haben bereits einen Snapshot. Der wurde erstellt, als wir das X-Dateisystem umgewandelt haben in BTFS. Nennt sich X2 Saved. Interessanter ist vielleicht diese Ausgabe. OpenSUSE legt das Root ab 13.2 legt das Root-Dateisystem standardmäßig als BTFS an. Und da haben wir auch schon eine ganze Menge Subvolumes. Wir sehen nämlich hier unter anderem Home, Opt, SRV und verschiedene Sachen unter var werden alles bei der Installation automatisch als eigene Subvolumes angelegt. Das heißt, wir haben einmal unseren Root-Tree und dann haben wir für Bootgroup 2 und so weiter, Home, Opt, SRV, TMP und die ganzen anderen Dinger, eigene FS-Trees, worin die Subvolumes gespeichert sind. Wir können uns auch wir nehmen jetzt einfach mal varlog. Informationen zu einem bestimmten Subvolume angucken. Das ist in dem Fall das Subvolume varlog. Wir haben einen Namen, wir haben eine eindeutige UUID, wir haben gewisse Informationen wie die Creation Time, Object ID und so weiter. Wie erstelle ich ein neues Subvolume bzw. einen neuen Snapshot? Create a snapshot of MNT in MNT Test. Das heißt, ich habe jetzt einen neuen Snapshot von dem selbst erstellten BTFS-Volume angelegt. Ganz einfach mit dem Befehl BTFS Subvolume Snapshot. Und hier sehen wir ihn auch mit einer neuen ID im Pfad Test. Show, schauen wir uns die Informationen dazu an. Wir haben den Namen Test, wir haben eine neue UUID und an der Creation Time sehen wir 12.15 Uhr. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Gut. Verändern wir was. Fehlt dann wieder das Gleichheitszeichen.
dauert jetzt natürlich ein Momentchen. Hey. Wir sehen, wir haben wieder Plattenplatz verbraucht. Mittlerweile ist auf SDC1 noch weniger da. Subvolume. Ah, scheiß Bash. So rum war das. Ah, okay. So rum war das. Wir sehen hier unsere Object-ID. Das ist in dem Fall die 264. Wenn ich das hier mal zeige, Subvolume Show, ist BTF as root. Hier sehen wir halt, das ist der Root-Tree des BTFS-Volumes. Dementsprechend ist es natürlich kein Subvolume und hat keine Object-ID. Das Subvolume, was wir angelegt haben, MNT-Test, hat eine Object-ID, die 264. Und wir können dieses Subvolume dann beim nächsten Mal als Default setzen. Das heißt, wenn wir das wieder einhängen, dann würde genau dieses MNT-Test-Subvolume wieder eingehängt werden. Der Snapshot, den wir gerade erstellt haben. Und damit setze ich das. Ich muss dann halt die Object-ID eingeben. Und wenn ich dann MNT wieder einhänge über die FS-Tab, dann würde beim nächsten Systemstart das Subvolume bzw. der Snapshot MNT-Test benutzt werden. Hm? Wenn ich es wieder einhänge, nicht unbedingt beim Systemstart, aber wenn ich es über die FS-Tab einhänge beispielsweise, dann ja. Kannst du dann da reinschreiben? Ja. So eine Frage, die jetzt bei mir die ganze Zeit im Hinterkopf ist. Wir haben gesehen, wie unser Plattenplatz immer weniger wird, immer weniger wird. Wie kriege ich denn jetzt mal Plattenplatz zurück, wenn ich welchen brauche? Man kann beispielsweise ältere Snapshots löschen. Das müsste man dann allerdings manuell machen. Also BTFS ist nicht unbedingt darauf ausgelegt, Plattenplatz zu sparen, sondern mehr Datenintegrität sicherzustellen. Okay, ich frage mich, ob du auch mal erzählst, was ein X3-Volume wäre, wenn du ein X3-Volume erzählst. BTFS unterstützt ACL. Die Frage war nach ACLs. Ja, wer das macht, unterstützt bei der Konvertierung übernimmt der die ACL. Ja. Okay, ich wiederhole kurz die Frage. Die Frage war nach ACLs, wenn ich unter dem Ex-Dateisystem ACLs angelegt habe, ob die übernommen werden. Ja, sie werden übernommen. BTFS bietet volle Unterstützung für ACLs und auch das Problem mit 64 Gruppen nur ist nicht vorhanden, welches XFS noch hat. Also das wird voll unterstützt unter BTFS und ist auch schon voll funktional. Ja. Wenn ich meine Ross, wie gesagt, auch produktiv aber wenn ich externe Storage habe und darauf weiter festlege und ein Open-Übergangssystem mit zwei oder mehr Punkten mache, dann nur noch Snapshots nutze. Ist es problematisch, das mit OpenIS zu nutzen und dieses Filesystem zu schwenken? Also nicht für Root, sondern für Daten.
Für Daten? Nein, für Daten, für Webdaten. Also, dass ich ein paar der Reste richtig so Cache-Shops nutzen kann und Daten kriegen kann. Ist das einsetzbar oder soll man zum Cluster und die Menschen nutzen? Durchaus möglich. Also bis jetzt habe ich da noch nichts gehört. Wenn sich nicht allzu oft die Daten ändern oder zu schnell, dann ist es problemlos einsetzbar. Das BTFS kriegt halt Probleme bei sehr, sehr vielen schnellen Schreibvorgängen oder wenn sich sehr viele Daten ändern. Dann kann es noch zu Problemen kommen. Ansonsten ist das durchaus schon einsetzbar. Am Anfang habe ich es irgendwie so mitbekommen, dass wenn eine Datei geändert wird, immer interne Snapshots angelegt wird. Richtig, das sind allerdings nicht die Snapshots, die wir jetzt angelegt haben, sondern innerhalb des Dateisystems, innerhalb der Blöcke, auf denen die Daten gespeichert sind. Die werden dann halt nicht überschrieben, sondern so gelassen, wie sie sind. Es werden neue Blöcke beschrieben und die dann über die Allozierung neu alloziert, dass die zu der Datei gehören. Also bei diesem, was wir gerade gesehen haben, kann man ja sagen, ich gehe darauf zurück, oder dem, was intern im System erzählt. Wenn ich jetzt plötzlich merke, oh, die Änderung, die letzte, oh mein Gott, was habe ich da getan? Kann man auch irgendwie sagen, mach mir das zurück irgendwie auf der Änderung von vor 2 Stunden, oder geht das nicht? Das geht meines Wissens nicht direkt. Erstell dir einen Snapshot vorher. Weitere Fragen bitte nach dem Vortrag, dann wir sind schon etwas über der Zeit. Am besten jetzt noch den Vortrag fertig bringen, danach kann man ja noch genug miteinander reden. Jo, okay. Okay, aus Zeitmangel. Hier wären noch weitere Sachen, die man machen könnte. Das Dateisystem überprüfen, defragmentieren. Das geht mit dem Befehl BTFS File System Defrag, glaube ich, oder Defragment. Eine Bereinigung des Dateisystems könnten wir durchführen. Wir könnten noch ein RAID anlegen und verschiedene andere Sachen. Leider haben wir da jetzt keine Zeit mehr für. Und dann danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit und bei weiteren Fragen gerne auf mich zurückkommen. Ich bin noch bis morgen da oder halt per Mail an die B1.